Hallo und herzlich willkommen in der Wunderkesselküche. Ich bin Kai und heute habe ich für euch ein Rezept aus der Kategorie Party Fingerfood. Und zwar machen wir Pizzaschnecken. Ein Rezept, das ich für euch teste aus unserem Querbeet Wunderkessel Querbeet Buch. Da stehen ganz tolle Rezepte aus unserem Forum drin. Das Buch ist leider auch nicht mehr zu haben. Ab und zu verlosen wir mal noch eins. Aber die Rezepte findet ihr bei uns im Forum und die besten, die zeige ich euch hier. Unter anderem heute die Pizzaschnecken. Dafür machen wir zuerst mal einen Hefeteig in unserem Thermomix und für den Hefeteig brauchen wir 350 Gramm Öl. Mehl. 350 Gramm Mehl. Ich war schon einen Schritt weiter. Das ist immer das Ding, wenn man hier liest und da füllt. Also 350 Gramm Mehl, Typ 405. Öl, allerdings nur 25 Gramm, da wären 350 ein bisschen viel vielleicht. Ja. Dann brauchen wir 200 Gramm lauwarmes Wasser, Salz, Teelöffelchen. Mache ich mit meiner Mühle, da weiß ich genau, wie oft ich drehen muss, um einen Teelöffel zu haben. Und weil es ein Hefeteig ist, natürlich einen halben Würfel Hefe. Das Ganze 2 Minuten kneten auf der Teigstufe. So, Teig 2 Minuten und los geht's. So, unser Hefeteig ist fertig und ja, genau, schön fest auch. Ja, und das ist ja immer genau das Problem, den Hefeteig jetzt irgendwie aus dem Kessel zu kriegen. Ja, das bröckelt eher so raus. Dafür habe ich was ganz Tolles gefunden. Wenn ihr das noch nicht kennt, das könnt ihr bei uns im Wunderkessel Shop bestellen. Das ist der Teigtwister. Ich weiß gar nicht, was der kostet, aber ist nicht so teuer. Gibt es in verschiedenen Varianten. Einmal hier, was ist das, Aluminium oder Edelstahl und einmal auch in Thermomix Grün aus Plastik. Die sind beide gleich gut. Der hier ist so ein bisschen stabiler, ist ein bisschen fester in der Hand. Ist total praktisch. Ihr macht das einfach hier unten dran, dreht den Kessel und 2-3 Mal hier oben rum und euer kompletter Hefeteig, zack! Bis auf den letzten Rest, alles raus. Wahnsinn, oder? Ich bin begeistert. Super Erfindung, ja. Das Ganze so ein bisschen zu einer Kugel formen. Wie gesagt, in dieser Schüssel dann lagern, ein bisschen abdecken, 30 Minuten gehen lassen und in der Zeit bereiten wir die Füllung für unsere Pizzaschneckchen vor. So, während unser Teig jetzt geht, machen wir die Füllung. Aber bevor ich das mache, muss ich jetzt noch was loswerden. Ich weiß nicht, wie lange wir den Kanal jetzt schon machen. Seit einigen Monaten. Also schon die ein oder andere Folge gedreht. Ja, so 100 Folgen haben wir auf jeden Fall schon im Kasten. Und heute ist es passiert. Ich habe mich geschnitten. Nach über 100 Folgen schneide ich mir in den Daumen. Ja, beim Salami schneiden. Das ist mir noch nie passiert. Also zumindest nicht hier. Also jetzt müssen wir halt gucken, wie wir weitermachen. Muss jemand anders schnippeln. Blöd. Aber ich koche für euch weiter. Und zwar machen wir jetzt die Füllung für unsere Pizzaschnecken. Eine Zwiebel habe ich schon mal halbieren und schälen lassen. 80 Gramm Salami, wovon ich 60 Gramm selbst geschnitten habe. 80 Gramm Gouda. Zu dem bin ich auch noch gekommen übrigens. So. Dann, was wollen wir noch? Genau, Paprika. Ebenfalls 80 Gramm. Die habe ich schon nicht mehr geschnitten, die habe ich gerissen. Ja. Was aber auch egal ist, weil das wird eh im Kessel durchwalkt. Dann brauchen wir nur 5 Sekunden Stufe 5, das Ganze zu zerkleinern. Wir schieben das mit unserem Spatel nach unten. So, das ist schon mal eine schöne, ich zeige euch das mal, schöne Mischung hier. Ja, aber da kommt jetzt natürlich noch ein bisschen was Flüssiges rein, nämlich Tomatenketchup. Und zwar sind das 40 Gramm. Ich hoffe mal, dass ich die jetzt alle hier so rauskriege. Man merkt immer dann, wofür man den Daumen immer braucht, wenn man ihn irgendwie eingeschränkt nur benutzen kann. 40 Gramm Tomatenketchup. Das hier
Das ist Ayva. Was ihr auch nehmen könnt, ist, steht hier in unserem Rezeptbuch Pista. Pista, das ist sowas Griechisches, ja, Quatsch, Entschuldigung, Ungarisches, eine ungarische Paprikapaste. Das hier ist die türkische Variante Ayva, die bekommt ihr in jedem gut sortierten Supermarkt oder halt eben auch bei eurem Lieblingstürken zu kaufen. Die kann man universell benutzen, die ist in 2 Schärfegraden, soweit ich weiß, verfügbar, mild oder scharf. Weiß gar nicht, was wir jetzt hier haben. Ja, also, weiß nicht. Schmeckt jetzt nicht besonders scharf, aber ja, ist gut. Es gibt dem Ganzen so ein bisschen Würze. Sahne brauchen wir noch, und zwar auch 30 Gramm. Pfeffersalz, üblich, oder? Nee, Pizzagewürz steht jetzt hier. Weiß ich gar nicht, ob ich das habe. Pizzagewürz, ist aber nicht schlimm, denn ich habe ja die anderen Sachen. Ich habe Basilikum, ich habe Thymian, na, Thymian passt jetzt nicht so wirklich. Was haben wir noch hier? Majoran passt genauso wenig. Oregano. Oregano ist super. Was können wir noch holen? Oregano, Basilikum, bisschen Salz, bisschen Pfeffer, vielleicht ein klein bisschen Chili. Ja, wobei, müssen wir gleich mal gucken. Also erstmal ein bisschen Basilikum. Zack. Da kann man ruhig ordentlich würzen. Oregano. Weiß nicht, Thymian könnte man vielleicht doch ein bisschen nehmen. Ja, ich finde jetzt irgendwie so eine, ja, vielleicht nicht zu viel, aber komm, nehmen wir Thymian nochmal raus. Der passt. Ja, auf jeden Fall. Ich bin mir da immer nicht so ganz sicher, was da jetzt wie wo passt. Pfeffersalz, ist auch spannend. Nochmal einen Teelöffel Salz und ein kleines bisschen Pfeffer. Habe ich sonst noch irgendwas? Nö, reicht. 10 Sekunden das Ganze in Stufe 3 miteinander vermischen. Und dann ist unsere Füllung fertig. Dann müssen wir eigentlich nur noch warten, bis unser Teig fertig gegangen ist. Und dann schauen wir mal, wie ich die Pizzaschnitten-Schnecken zubereitet bekomme. Ich bin gespannt. So, das sieht doch schon mal gut aus. Hier nach unserer Füllung. Ich guck mal, was unser Teig macht. Das ist jetzt natürlich die Salami, also sprich nicht vegetarische Variante. Wenn ihr das Ganze vegetarisch machen wollt, lasst einfach die Salami weg oder ersetzt sie durch Lauch. Das geht auch. Lauch passt auf jeden Fall. Super Salami-Ersatz. Den Ofen heize ich schon mal vor auf 200 Grad, aber ich schau mal, wohin der Teig gegangen ist. So, schauen wir mal, wie das hier weitergeht. Den Teig auf einer bemehlten Arbeitsfläche rechteckig ausrollen. Das kriege ich hin. Arbeitsfläche habe ich. Mehl habe ich auch. Toll. Auf einer bemehlten Arbeitsfläche ausrollen. Super, ich bemehle das jetzt alles. So, rollen wir das mal rechteckig aus. Schöner Hefeteig. Ich bin echt nicht so der Teig- und Kuchenmensch. Werde es auch nicht müde, euch das immer wieder zu sagen. Ist das jetzt rechteckig oder ist das oval? Aber das ist doch alles. In Geometrie war ich immer eine Niete, aber dass das kein Rechteck ist, das sehe ich auch. So, wie geht's denn weiter? Teig auf der bemehlten Arbeitsfläche haben wir gemacht. Mit der Füllung bestreichen, von der langen Seite her aufrollen. Ah, okay, wir brauchen also eine lange Seite. Dann machen wir hier noch ein bisschen höher und dann haben wir auch eine lange Seite. So, Teig raus, Füllung raus, Entschuldigung, auf den Teig. Ich bin erstaunt, wie gut dieser Spatel hier funktioniert. Das ist wirklich klasse. Vielleicht auch mal gleich hier eine Frage an euch. Welchen Spatel benutzt ihr? Also ich habe jetzt hier einen neuen Spatel, den habe ich aus unserem Wunderkessel-Shop mir besorgt, einfach um das mal auszuprobieren, weil mit dem Originalspatel, da bin ich immer so ein bisschen, da kriegt man irgendwie nicht alles raus, aber der hier ist schön fest und hat in der Mitte wirklich was Festes und außen ist er relativ weich, also der funktioniert sehr gut. Ja. Was nehmt ihr für einen Spatel? Würde mich interessieren. Müsste ja eigentlich so passen.
würde ich jetzt mal behaupten. So, von der langen Seite her aufrollen. Also hier ansetzen und aufrollen. So. Es klebt da unten so ein bisschen, da muss ich echt aufpassen hier. Und hier reißt er gerade ein. Aber das kriegen wir hin. Kriegen wir hin. So. Was mache ich denn jetzt? Jetzt ist es eingerollt. Und jetzt in Scheiben schneiden. Mit der Schnittfläche auf ein mit Backpapier ausgelegtes Backblech legen. Okay. So, unser Ofen hat jetzt ein bisschen länger gebraucht zum Vorheizen, als ich gedacht habe. Aber in der Zwischenzeit konnte ich schneiden und unsere Pizzaschneckchen sind auch noch mal ein bisschen weiter aufgegangen. Die Endstücke sind jetzt nicht so toll geworden, aber ist mir ehrlich gesagt egal. Ich finde, es sieht ganz nett aus. Wir machen das jetzt in den Ofen, 20 bis 30 Minuten, je nach gewünschtem Bräunegrad. Ich habe nachher noch gedacht, vielleicht könnte man auch so ein bisschen Käse drüber streuen, aber da das nicht im Rezept steht, lassen wir das mal. Das ist übrigens das Rezept, was in unserem Rezeptbuch steht, aber ihr seid da, so wie mit dem Pizza-Belegen, auch relativ frei, was ihr an Füllung macht. Ich könnte mir zum Beispiel vorstellen, dass man auch noch Maiskörner untermischen kann. Da würde ich dann gucken, dass man dann beim letzten Mischen dann irgendwie einen Linkslauf anmacht, dass man die nicht zerstört. Ey, vielleicht sogar irgendwelche Chili-Bohnen oder so. Ja, also da kann man wirklich variieren. Wenn man es schärfer möchte, vielleicht ein bisschen Tabasco rein oder Sambal Oleg nehmen statt diesem Aiwa. Genau, also da seid ihr wirklich frei und könnt experimentieren. Wir schauen in 20 Minuten mal, wie unser Experiment geworden ist. Unsere Pizzaschnecken sollen ja so 15 bis 20 Minuten im Backofen sein. Ich habe jetzt mal reingeschaut, sind jetzt 15 Minuten um. Für mich reicht es, glaube ich, auch schon. Also man kann die natürlich länger drin lassen, dann werden die etwas krosser. Aber wow, 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 sehr gut. Und es riecht wirklich fantastisch. Ich denke, das ja, kann man so lassen. Die sind ganz schön aufgegangen, die Dinger hier. Da hätte ich jetzt, also ich meine, klar, Hefeteig geht immer ein bisschen auf, aber die sind jetzt wirklich gut aufgegangen. Ich muss mir da jetzt aber trotzdem mal so ein Teilchen hier runternehmen. Nehmen wir gerade das hier. Du bist jetzt dran und probieren. Ich habe zwar eben gesagt, Fingerfood, ja, man kann es mit den Fingern essen. Ich werde es mit Messer und Gabel essen. Einfach, damit ich mich jetzt nicht versaue. Es ist auch noch ein bisschen heiß, um es in die Hand zu nehmen. Aber, also riechen tut das richtig toll. Ne? Ist gerade so nach Pizza und macht natürlich viel die Gewürze aus. Mmh. Nee, das darf nicht länger sein. Mmh. Der Hefeteig ist noch schön fluffig. Ich finde das optimal. Heiß, aber sehr lecker. Mmh. Mmh. Nee, wirklich gut. Echt gut, muss ich sagen. Ich habe bisher, das gebe ich zu, wenn ich solche Dinger gemacht habe, habe ich das immer, also ich habe oft so Schnecken gemacht, ja, also mit verschiedenen Füllungen, mit Pesto zum Beispiel drin oder sowas. Aber da habe ich immer Blätterteig genommen, ne, so kann man ja fertig kaufen. An Hefeteig habe ich mich bisher noch nicht so wirklich rangetraut. Aber an sich denke ich, kriege ich da jetzt langsam, aber sicher auch eine Erfahrung drin. Man muss das halt einfach mal machen. Es ist optisch jetzt nicht die Upper Class hier. Jetzt fällt mir auch noch das Ding hier runter. Es ist optisch jetzt nicht die Upper Class, ja. Aber fürs erste Mal finde ich das gar nicht schlecht. Und vor allen Dingen schmeckt es auch richtig gut. Und ich bin eigentlich sehr zufrieden damit, ja. Und ich hoffe, das seid ihr auch. Ich hoffe, ihr probiert es aus. Schreibt mir gerne in die Kommentare. Vielleicht auch eine Variante, vielleicht habt ihr auch irgendwelche anderen Ideen außer Pizzaschnecken. Vielleicht gibt es ja auch, keine Ahnung, Chili con Carne Schnecken mit Hackfleisch und Bohnen und Mais. Das könnte man mal ausprobieren. Ja? Wäre schön, wenn das einer von euch machen würde. Schickt mir einfach dazu einen Kommentar in die Kommentarfunktion hier unten. Wenn euch das Video gefallen hat, Daumen nach oben. Ich freue mich aufs nächste Mal und sage Tschüss und guten Appetit.